Hallöchen meine Freunde, mein Name ist Thomas Geddon und willkommen zurück zu Animal Crossing. Let's go to the city! Hier am Abend die Aufnahme, die ich gerade nach der letzten Aufnahme direkt tätige. Denn, Freunde, ihr müsst wissen, YouTuber schlafen niemals. Alles, was ihr jemals seht von YouTubern, kommt alles nach einem Run. Was laber ich gerade? Ich glaube, ich brauche selber gerade ein bisschen Schlaf. Naja, es ist heute der fünfte Part, den ich aufnehme. Hab seit längerem mal sehr viele Leute aufgenommen. Aber muss auch mal sein, ist sehr angenehm. Muss man sagen, wenn du weißt, du hast einiges auf Vorrat. Aber ganz, wir reden mal ganz kurz mit Motivo, ne? Hallo Baby, freust du dich auch schon auf eine weitere lustige Nacht in Dutut? Immer. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich komme nicht gut mit anderen aus. Ute, red mit mir über dein Problem. Ich wünsche, ich hätte eine Freundschaft, wie Rudi und Axel sie haben. Axel ist Bay, ohne Witz. Guckt euch einfach mein Porno-Lächeln an. Das sagt schon so, dass wir Ute heute Nacht mit zu uns nehmen werden. Die beiden reden ständig über Basketball und essen währenddessen Obstsalat. Ich hätte gerne auch so jemanden, aber ich rede nur ungern mit anderen mit vollem Mund. Ute, kleiner Tipp von mir. Man muss manchmal im Leben doch Kompromisse eingehen. Das kann man, glaube ich, so behaupten. Naja, ich habe schon ein bisschen überlegt im letzten Part zum Anschluss, was man so alles bereden könnte. Und da ihr dieses Video heute seht, wo mein allererster Schultag in der 12. Klasse ist, boah, ey, ich bin in der 12. Klasse und in 4 Monaten 18, ne? Ich fühle mich so verdammt alt, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Und jetzt bei mir erst das Abitur eigentlich beginnt, weil ich jetzt erst ein Jahr Einführungsphase hatte. Ich habe ja, wie gesagt, G9. Und G9 heißt, ich habe 13 Jahre. Und jetzt beginnt das Ganze mit Notenpunkten sammeln. Wir kommen gleich einfach mal dazu. Nee, wobei. Erstmal faszinieren, identifizieren lassen. Okay, sehr schön. Ein neues Teil hier fürs Museum. Das muss auf jeden Fall so aussehen und nicht anders. Und wenn Eugen fröhlich ist, bin ich auch fröhlich. So. Ich möchte gerne noch was spenden. Auf jeden Fall mit Notenpunkten, ne? Dann beginnt das Ganze und ja, je mehr Punkte du hast, desto besser ist dein Abitur. Notenpunkte entsprechen halt, wie gesagt, den normalen Noten 1 bis 6, nur dass die Notenpunkte von 1 bis 15 gehen. Und je mehr Notenpunkte du hast, desto besser ist das. Also umgekehrt so gesehen. Bin selber gespannt, wie das Ganze mit dem System wird. Und du musst um jeden einzelnen Punkt kämpfen. Das ist mega weird. Wegen damals war es mir scheißegal, wenn ich auf dem Zeugnis eine 1- oder 2- hatte, weil ich wusste, da steht die 1 oder 2. Und jetzt steht es auf dem Zeugnis so gesehen. Und deswegen musst du echt um alles kämpfen. Also alles, was geht, ne? Wird spannend, glaube ich. Ich habe mir auch vorgenommen, richtig durchzuackern. Nee, ich möchte nichts mehr spenden. Hallo? Habe ich das jetzt identifizieren lassen? Ah, wir haben es auch direkt abgegeben. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, jetzt beginnt halt der Spaß, die ganzen Notenpunkte und ich kann mal so ein bisschen sagen, was ich persönlich von meinem Abschluss erwarte, beziehungsweise von der 12. Klasse so gesehen. Uff, ist glaube ich eine schwierige Frage. Ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich mit einem Schnitt von 2,0 vollkommen zufrieden wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz gerne auf 1,7 bis 1,6 pushen würde. Was auch machbar ist. Das ist auf jeden Fall machbar, so einen guten Schnitt im Abitur zu haben. Man muss einfach nur wissen, wie. Und man muss sich dementsprechend anstrengen. Ich hatte jetzt, ja, Ende der 11. Klasse 2,3. Und erfahrungsgemäß steigen die Noten eigentlich so gesehen. Bei den meisten zumindest. Das wird bei mir, glaube ich, nicht anders sein. Weil ich jetzt erst richtig in der Oberstufe drin bin. Und ich mir deutlich mehr Mühe geben werde, weil ich am Ende der 11. Klasse nichts mehr gemacht habe. Fast gar nichts mehr. Oh, ja, ja, hier sind hier alle Blumen weg. Weil ich echt faul geworden bin. Wegen bei der 11. Klasse war also das Ding, das ist nicht bei allen so. Das ist nur bei denen, die Einführungsphase in der 11. Klasse haben, so. Weil ich halt so wusste, okay. Come on. Das zählt sowieso nicht, dieses Zeugnis. Da muss ich am Ende mir persönlich keinen Stress machen, Luigi. Man wendet sich nicht gegen Familie. Und das war halt so mein Hauptgedanke am Ende des Jahres. Und dementsprechend habe ich auch meistens agiert. Aber ich glaube, das können die meisten verstehen. Ich habe dann echt meine Seele baumeln lassen, aka meine Eier so gesehen. Und das war entspannt. Ich bin auch, ich bereue es auch nicht, dass ich so agiert habe. Weil, wie gesagt, dieses Jahr brauchst du nicht. Das guckt sich kein Arbeitgeber an. Ist unnötig, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, das kann man so sagen.
Wie gesagt, das sagt schon der Name Einführungsphase, ne? Aber die Einführungsphase war für mich persönlich auch sehr wichtig. Weil, wie gesagt, ich habe es schon so oft erwähnt, glaube ich. Ich habe mich erstmal persönlich weiterentwickelt, bin in dieses ganze Notensystem reingekommen, was mir persönlich auch sehr geholfen hat. Weil, wenn ich jetzt erstmal direkt in, wenn ich jetzt direkt in die Oberstufe hineingekommen wäre, sprich, direkt mein Abitur begonnen hätte, das wäre kein gutes Abitur geworden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich mich so gesehen gegen das Gymnasium und für die Gesamtschule entschieden habe. Ah, das passt so nicht. Wir brauchen ein Eckstück, ne? Aber es klappt auch nicht. Ah, noch ein Stück auf dem Boden. Ja, hier muss das leider so enden. Ah, das ist mit den Wegen nicht klug gelöst worden. Aber das geht hier doch so fit. So, machen wir den Weg. Wo machen wir den Weg hin? Da machen wir den Weg so hier oben hin. Ah, cool, den Weg können wir hier weiterführen in der Theorie. Hier rüber zu dem Haus. Ja, sehr schön. Okay, so langsam aber sicher sind meine Pläne hier. Werden immer besser mit der Stadt. Nashorn, okay, ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Oh, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Oh Mann, ich lasse mich zu sehr ablenken in diesem Spiel. Aber das Spiel ist schön, das muss man sagen, deswegen. Das liegt wahrscheinlich daran. Zu den Notenpunkten 1,6, 1,7, weil man damit sehr viele Optionen hat. Natürlich werde ich später bei der Sparkasse arbeiten. Da bin ich mir sehr sicher. Und ja. Deswegen brauche ich eigentlich nichts anderes. Wobei ich ganz gerne, wie gesagt, mir alle Optionen offen halten würde. Und mit einem besseren Zeugnis hat man sowieso die besseren Chancen, angenommen zu werden. Vor allem, wenn man noch im Vorstellungsgespräch später mächtig in die Kacke hineinhaut. Wird episch, wird auf jeden Fall episch. Ich bin mega gespannt, wie ich mich da schlagen werde. So, 7400. So langsam aber sicher geht's wieder mit dem Geld voran. Das muss man zugeben, nicht wahr? So. Und das erwarte ich erstmal generell vom Abschluss. Und von der 12. Klasse, was erwarte ich da eigentlich? Ist relativ schwer zu sagen. Ja, dass ich so gesehen dieses Jahr mehr Disziplin bekomme. Was? War da gerade eine Spinne oder so? Da war doch irgendwas. Lel. Hauptsache hier läuft nicht irgendwo wieder ein Skorpion rum und will mich stechen. Aua, das tut bestimmt weh. Generell. Dass ich, wie gesagt, mehr Disziplin bekomme, sprich Zeitmanagement besser regel. Wie gesagt, also mein Zeitmanagement am Ende der 11. war richtig mies. Also da habe ich echt fast nichts mehr gemacht. Aber das haben auch unsere, ja, Oberstufen, wie hießen, Beratungslehrer, genau. Wegen jede Stufe in der Oberstufe hat einen Beratungslehrer. Und das haben unsere Beratungslehrer auch gesagt, dass erfahrungsgemäß das am Ende der 11. vollkommen natürlich ist. Deswegen bin ich ein Durchschnitts-Dudumino anscheinend in diesem Fall. Habe ich auch nichts dagegen. Schule ist ja nicht wichtig. Bezüglich, also, Schule ist wichtig. Nein. Ist noch nicht weggegangen? Also, Schule ist natürlich wichtig. Allerdings ist das, was man in der Schule lernt, nicht allzu wichtig. Man braucht einfach nur gute Noten und dann passt das schon. Also, ja, 70%, was man vor allem in der Oberstufe lernt, wirst du später nicht gebrauchen. Es sei denn, du willst später studieren. Das weiß ich nicht, was du später machen willst. Aber wenn du studieren willst, ja, kommt auch noch aufs Fach an, ne? Nehmen wir an, du willst Mathe studieren, dann wirst du natürlich das meiste brauchen, was du in Mathe lernst. Aber ich zum Beispiel, wenn eine Ausbildung bei der Sparkasse machen, dann werde ich zum Beispiel solche Dinge wie Analysis oder, was gab's denn da noch? Stochastik. Ja, Stochastik schon eher. Aufgrund Prozentrechnung, aber Analysis oder so werde ich nie gebrauchen. Aber gut. Muss man durch? Muss jeder durch vor allem? Kann man nichts machen. So. Ich möchte ganz gerne Fischi da fangen. Fischi, guck zu mir! Fischi nochmal! Spider-Man, Spider-Man, Spider-Spider, Spider-Man, 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 Spider-Spider, Spider-Man. Ja, hier kommt. Hier kommt der Spider-Man. Und ja, das waren eigentlich meine einzigen Erwartungen momentan so gesehen. Vor allem, wir haben ja nächstes Jahr so eine Stufenfahrt. Und die geht ja nach Polen. Und ich muss sagen, ich freue mich auch mega darauf. Natürlich, viele sagen so, na, Polen muss das sein. Aber Polen ist eigentlich relativ gechillt, weil die Preise sind dort ja recht günstig. Und
Warschau sieht voll geil aus. Ich habe mir die Bilder angeschaut, aber dazu kommen wir gleich einfach mal. Vor ein paar Tagen hat mir ein übereifriger Verkäufer eine Jumon-Töpferei aufgeschwatzt. Eigentlich wollte ich die gar nicht haben, leider war sie auch gar nicht mal so billig. Willst du mir aus der Patsche helfen und sie mir... Ah, nee, danke, Mann. Boris, I'm sorry. But, ich brauche das Geld momentan dringender als du wahrscheinlich. Ich muss einen Kredit abbezahlen. Ich will nicht, dass Tom noch später mit einem Baseballschläger vor meinem Haus steht und deswegen... Kritisch. Boah, ich hätte zu Axel ziehen müssen, ne? Ich bereue es so hart. Dann wären Axel und ich Nachbarn gewesen. Oh Mann, Axel. Kann ich nicht umziehen mit meinem Haus, einfach das da einverlegen? Leider nicht, glaube ich zumindest. Und ja, zurück zu Polen. Oh nein, Axel, mein Boy, du bist krank. Verreckend und ausgekugelt. Ich bin so krank. Medizin ist alles. Boah, Axel, ich rette deinen Popo. Tön, 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 tön. Lauf, Forrest, lauf, so nach dem Motto. Auf jeden Fall zurück zu Warschau. Ich freue mich mega. Also ich weiß nicht warum, aber vielleicht kennst du ein oder andere. Klassenfahrten bzw. Stufenfahrten sind einfach das Geilste überhaupt. Man erlebt da so viele lustige Dinge. Das sind einfach Erinnerungen fürs Leben. Wenn ich so ein bisschen über meine Klassen... Ich kann, wenn ihr wollt, mal in den nächsten Parts so ein paar Klassenfahrts-Story von mir raushauen. Macht mir auch Spaß, über so Dinge ein bisschen zu reflektieren, die damals so passiert sind, so auf Klassenfahrten. Kann ich ein bisschen erzählen. Auf jeden Fall, Klassenfahrten sind immer die Fahrten, wo Erinnerungen fürs Leben passieren. Und das muss man einfach so festhalten. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, oder? Ich denke mal, jeder von euch. Ja, ich denke mal, dass mir das jeder bestätigen könnte. Klassenfahrten sind einfach absolut geil. So, können wir direkt mal verkaufen, wenn wir schon mal hier sind. Und Lehrertisch auch brauche ich eigentlich nicht. So, verkaufen, sehr schön. Als ob's... Ah, doch, Medizin steht da drüben. Pui. Ja, jetzt hätte mir Axel wahrscheinlich nie verziehen. So, ja, damit sehr schön. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf Warschau. Aber das waren eigentlich meine einzigen Erwartungen an die 12., glaube ich. Sonstige Erwartungen. Es wird wahrscheinlich sehr stressig. Ich hatte ja jetzt, das habe ich auch schon öfter mal erwähnt, einmal die Woche 11 Stunden und war dementsprechend erst um 6:30 am Abend zu Hause. Und jetzt dürfte es wahrscheinlich, ja, um 100% erhöht werden, diese Menge. Also sprich, dass ich zweimal die Woche 11 Stunden habe und... Uff. Zweimal die Woche bis 6:30 Schule wird, glaube ich, sehr kritisch. Ich habe es, glaube ich, schon in Mario Kart 8 und Splatoon einmal ganz kurz erwähnt, dass jetzt eine sehr stressige Zeit wahrscheinlich auf mich zukommen wird. Wegen YouTube, Abitur, Fahrschule, Go Home und Freundschaften pflegen. Plus lernen und boah, es wird sehr stressig. Manche sind ja schon mit Realschule und YouTube überfordert. Hier Dates, Beak hier, Lifestyle mit seinen geilen Augenbrauen. Vielleicht macht Beak hier auch eine Ansage gegen mich. Ich würde es feiern. Hoffentlich macht er das. Das wäre cool. Naja, auf jeden Fall wird das, glaube ich, sehr, sehr, sehr stressig. Aber ich bin trotzdem gespannt darauf, wie ich das Ganze hinbekommen werde. Ich denke mal, die nächste Zeit wird auch... sorry für den kurzen Cut. Ich musste mal ganz kurz husten und was trinken, weil wenn ich einmal richtig im Redefluss drin bin, schöne Reim, es ist meistens so bei mir, dass ich immer lauter werde und dementsprechend tut das meine Stimme nicht allzu gut. Ich bin gespannt, wie ich die nächsten 24 Stunden Livestream im Winter tätigen werde, aber naja. Wo war ich stehen geblieben? Oh mein Gott, ich hab's vergessen, oder? Denk nach. Irgendwas mit Zeitmanagement, genau. Ich denke mal, dass ich vor allem in der Anfangszeit riesige Probleme bekommen werden. Haben wir die Medizin jetzt abgegeben? Bekommen werde. Die Medizin haben wir nicht abgegeben, oder? Sind solche. Hä? Sind wir jetzt nicht zu ihm hingelaufen? Oh mein Gott. Da kaufst du Medizin für einen Kollegen. Und dann vergisst es noch ihm zu geben. So, I'm so stupid. Wie groß ist der Fisch? Ja, komm, wir fangen einfach mal alle Fische, die wir sehen. Und ja, ich denke mal, Übermüdung wird demnächst in den Videos auch eventuell merkbar sein. Weil ich viele Videos wahrscheinlich auch in der Woche leider aufnehmen muss. Aber ich denke mal, das meiste wird am Wochenende geschehen. Da muss ich samstags vor allem auch mal früher aufstehen. Aber das Ganze muss ich halt in Kauf nehmen. Wird machbar. Glaube ich. Man muss es einfach nur wollen und dann ist alles machbar wirklich. Das ist ja meine Philosophie. Und das Leben ist manchmal hart. Für seine Ziele muss man noch einiges tun. Deswegen wird das eine Zeit, in der ich wahrscheinlich sehr viel lernen werde. Bezüglich vielen Dingen. Oh, das wird sehr zeitintensiv, ne?
Vor allem da werde ich immer wieder gefragt, warum ich keine Freundin habe. Und dann denke ich mir, okay, ich habe noch nicht mal Zeit, um mir selber eine Serie anzuschauen. Könnte eventuell daran liegen. Aber ich glaube, wenn es irgendwann mal so weit kommen sollte, dass ich dann dementsprechend auch anders denken sollte. Ist auch mal wieder ein Thema, was man irgendwie so fokussieren könnte. AKA so Beziehungen generell. Das wäre bestimmt auch mal ein Thema, worüber ich reden könnte, oder? Das wäre auch mal cool, so mit eigenen Erfahrungen etc. Auch wenn ich noch nie eine Beziehung hatte, aber dennoch kann man bestimmte Dinge immer wieder mal darüber reden. Würde das euch interessieren, wenn ich mal so einen eigenen Part darüber machen würde? Ja, ich glaube, das mache ich mal demnächst. Ich brauche sowieso immer wieder mal Themen. AKA Themenvorschläge und von daher kann nicht schaden, ne? Kann nicht schaden. Ja, das lässt sich bestimmt einrichten. Uiuiui, der ist viel wert. Oh mein Gott, so viele wertvolle Dinge hier wieder. Boah, ich mache gerade wirklich Para wie ein Poltergeist wieder. So, und ich würde dich auch ganz gerne mal mitnehmen. Vorsichtig. Ja, ich hoffe, dass ich das nicht wegscheuche, den Käfer. Oh nee, ist ein normaler Barsch, das ist hässlich. Und ja, also wie gesagt, meine Erwartung an die 12. Klasse. Besseres Zeitmanagement und bessere Noten. Ich hoffe, ich bekomme beide. Boah, jetzt Konzentration, Freunde. Bam! Ja! 10.000 schon mal sicher. Ey, ich fühle mich gerade wie in einem Lottogewinn. Weil die richtig viel wert sind. Ja! Komm schon. Komm. Ja, sehr schön, nice. Wir kommen auf jeden Fall Road to größeres Haus immer näher. Boah, so viel Schwein muss man auch mal haben, dass sie direkt zwei Stück sind. Teilweise bin ich hier einen halben Stundentakt so rumgegangen und hier war echt nichts. Und auf einmal zwei direkt nebeneinander. Also wenn das immer so wäre. YouTube Money, aka Animal Crossing Money hier. So, wir gehen mal ganz kurz zu Axel und werden ihm alles geben. Ich hoffe mal, euch hat der heutige Part auch wieder einigermaßen gefallen. War ein bisschen, boah, was heißt chaotischer, also. Animal Crossing zeichnet sich sowieso nicht großartig dadurch aus, dass wir die ganze Zeit über Themen reden. Also ich finde, die Mischung, die wir momentan haben, also sprich immer wieder mal so ein bisschen Gameplay, ein bisschen Themen, ist eine perfekte Mischung, weil du immer wieder ein bisschen aufs Gameplay eingehen kannst, was bei Animal Crossing auch mal lustig ist. Und generell, da das hier nicht so actiongeladen ist wie andere Spiele, wie zum Beispiel Splatoon im Road to S-Modus, wo ich ganz gerne mal ausraste, ist das eine perfekte Mischung. Und vor allem die Rezensionen sagen mir das ja auch. Ne? Auch wenn Daumen nach oben momentan ein bisschen runtergehen. Das liegt aber auch daran, wie gesagt, dass ich nie erwähne, dass ihr mir einen Daumen nach oben geben sollt. Will ich auch ungern. Vielleicht Einblendungen oder so, da hätte ich nichts dagegen. Aber wenn ich persönlich selber sagen würde, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, meine lieben Zuckermäulchen. Das finde ich nicht so toll, nein. Da gibt es auf jeden Fall Dinge, die ich persönlich bevorzugen würde. So, ach Mann, Alter, nur... Bitte, der Barsch ist vielleicht 300 Sternis wert. By the way, wollte ich gestern... Ja, ihr werdet das Video höchstwahrscheinlich am Mittwoch sehen oder Donnerstag, je nachdem. Weil der Gamescom-Vlog, glaube ich, Mittwoch kommen sollte. Boah, ich habe momentan sehr viele Planungen bezüglich Videos. Da muss ich auch gucken, wie ich das Ganze handhaben werde. So, da gucken wir einfach mal ganz kurz nach. Nee. So, was wollte ich gerade machen? Genau, ich muss wieder zum Friseur. Aber nur die Seiten. Ich finde, momentan habe ich eine sehr schöne Länge an den Haaren so angelangt. Das war ja auch, neues Outfit von ihm. Das war auch mein Ziel, so eine Frise zu bekommen, so gesehen. Und ja, es gefällt mir. Ist auf jeden Fall besser als so die kürzeren Haare. Dauert zwar morgens immer locker 10 Minuten im Bad, aber ganz ehrlich, die Zeit kann man nochmal in Kauf nehmen. Dafür, dass man den ganzen Tag relativ gestylt durch den Alltag geht, meine Freunde. Ja, ja, so, das dürften auch wieder einige tausend Sterne sein. Para ohne Ende. Para ohne Ende. Wir machen Para ohne Ende, ja. So, ich glaube, dann können wir auch gleich mal wieder zur Bank gehen, etwas einzahlen und dann ist der Para schon wieder zu Ende. Ey, diese Parts, die gehen so schnell vorbei, das ist immer wieder unglaublich. Was ist los, mein Freund? Erzähl mir deine Sorgen. Ich rufe doch immer Uga Uga, stimmt's? Uga Uga. Hab damit angefangen, um extrem zu sein, aber jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Ich bin Uga Uga. So. Total, jetzt können wir ihm einen neuen Spruch geben. Haben wir jetzt eigentlich bei einem Maboy genommen? Ich glaube schon, dass wir inzwischen bei einem Maboy genommen haben, oder? Was nehmen wir jetzt? Das ist die, Optimalus haben wir auch schon, oder?
Optimalus. Geht auch HD? Ach, schade, das wäre cool gewesen. Aber Optimalus ist, glaube ich, gut. Optimalus, Freunde, das würde als nächstes sagen. Optimalus, richtig so. Ich meine, hört sich cool an. Perfekt. Mann, ab sofort ist Optimalus mein Markenzeichen. Das ist die Sonne Spruch, die jeder Stirnader pulsieren lässt. Optimalus. Stirnaderpuls 9000. Hört sich an wie so eine, so eine Special Edition von so Yeezy Boost. Oh, Freunde, es wird für mich Zeit, langsam schlafen zu gehen. Weil sonst noch Müll aus meinem Mund kommt. Wie bei Mülleimern. War das überhaupt ein Vergleich? Nein, ich weiß es nicht. Eugen, mein Bruder, aka mein Eulenbruder. Eugen, Eulen, das reimt sich sogar. War das gewollt von Nintendo so? Ich habe keine Ahnung. Naja, so, einmal ganz kurz das Fossil abgeben. Schenke ich dir. So, mal gucken, ob es auch mal wieder ein Fossil ist, was wir geben können. Ja, ja. Okay, das können wir auch wieder abgeben. Sehr schön. Die Sammlung wird größer, Freunde. Jetzt müssen wir nochmal... ich kann nicht mehr reden. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, was genau wir alles noch anstellen können. Ein paar Minuten hier. Aber ich glaube, nichts Großartiges mehr. Ich bin momentan mega am Sweaten, weil es einfach absolut warm ist für die letzten Tage. Ich finde es sowieso toll. Schulanfang in NRW. Sonne kommt raus. Ferien in NRW. Regen, Armageddon, Gewitter, Überflutungen. Aber das war letztes Jahr auch so. In meinen allerersten Schultagen an der neuen Schule waren die Tage tatsächlich so, dass es mega warm war. Mega warm. Also teilweise bin ich echt gestorben in der Schule. So, wir nehmen mal ganz kurz die Pfirsiche mit. Ich habe einen perfekten Plan für den Weg. So, zack. Drei Pfirsiche haben wir mitgenommen. Damit wir auch wieder ein bisschen Parabin-Poltergeist machen. So. Boris, du musst mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Das wäre nett von dir. Boris, ich schubse dich mal ein bisschen, ne? So, dankeschön. Und jetzt werden wir mal die Pfirsiche hin... Pfirsichen. So, ein Pfirsichbaum kommt dahin. Zwei Schritte Abstand. So, unsere Stadt wird immer schöner, das muss man zugeben. Boris, bitte, ich möchte hier nur meine Arbeit verrichten, da unser Bürgermeister anscheinend zu inkompetent für solche Arbeiten ist, muss ich leider diesen Job erledigen. Es ist eine dezente Drecksarbeit. Aber wie gesagt, unser Bürgermeister liegt gerade wahrscheinlich faul auf der Haut und macht gerade nichts. So, der Baum muss weg, weil er recht hässlich aussieht hier. So, zack. Zack und zack. Sehr schön. Und die Fläche ist hier auch riesig frei. Ich glaube, hier machen wir auch ein Blumenfeld hin. Das wäre, glaube ich, so Optimalus HD, wie Rudi jetzt sagen würde. Rudi ist ja ein cooler Hipster-Boy. Jetzt die Frage. Ja, da können wir auch theoretisch gesehen noch ein paar Bäumchen hinmachen. Ah, sehr schön. Die Stadt wird immer schöner, das muss man zugeben. Wir sind gerade beim 27. Part, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und so langsam, aber sicher geht es auch gut voran. Natürlich mussten wir auch immer wieder mal Zeit dafür verschwenden. Mussten wir halt immer wieder mal ein bisschen Zeit dafür investieren, Geld zu machen. Momentan wieder 55.000. Was will man mehr, ne? Kann man sich auf jeden Fall beschweren, kann man sich da eher weniger. Wie Danny Justin mit seinem Stanni-Spruch jetzt sagen würde. So, vier Pfirsichbäume kommen hier wieder hin. Und Freunde, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe mal, euch hat der Part einigermaßen gefallen. Was mich noch interessieren würde, in welcher Klasse seid ihr so? Vielleicht können wir so ein Durchschnittsklassenalter ermitteln. Und Freunde, ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.